Hallo liebe Campingfreunde, in diesem Video möchte ich euch jetzt zeigen, wie einfach das ist, nachträglich solch eine Kabelschlaufe oder einen Fensterkontakt oder den Gaswarner zu installieren. Die Alarmanlage ist schon voll aktiv, das heißt die Fensterkontakte und so weiter wurden schon alle angelernt. Als erstes müssen wir von der Vipro den Stecker ziehen oder die Sicherung entfernen. Ich möchte natürlich hier jetzt nicht zeigen, wo sich bei mir die Alarmanlage befindet, weil man weiß ja nie, wer hier zuschaut. So, wir wollen die Schleife nun mal anlernen. Dazu trennen wir das Stromkabel oder entfernen die Sicherung. Ihr habt das Piepen gehört. Ich habe den Strom wieder angeschlossen. Drücke jetzt 5-mal auf diese Taste. 1, 2, 3, 4, 5 und hören diesen anderen Ton. Jetzt können wir das Gerät einfach auseinanderziehen, hören ein Doppelpiep, stecken es wieder ineinander, hören wieder ein Piep und das Gerät ist jetzt angelernt. Jetzt brauchen wir weiter nichts zu machen, als nochmal das Kabel zu entfernen oder die Sicherung zu entnehmen. Das werde ich jetzt nochmal machen. Und abermals haben wir einen Bestätigungspiep gehört. Ich werde jetzt mal den Alarm auslösen. Dazu lege ich mal die Fernbedienung weg. Ich werde das Fahrzeug jetzt mal verriegeln. Die Anlage ist scharf. Wenn jetzt jemand beigeht, schneidet das Kabel durch bzw. nimmt das hier oben aus der Halterung raus. Dann hört ihr, sofort geht der Alarm los. Ja, das ist auch eigentlich alles ganz einfach und easy. Wer das nachmachen möchte, einfach, wie gesagt, einmal den Stecker ziehen oder die Sicherung entnehmen. Dann 5-mal die Taste drücken, schön langsam. Anschließend das anzulernende Gerät dann einmal in den Alarmzustand bringen, also einmal entfernen voneinander und wieder zusammensetzen. Danach hört ihr den Quittierton und dann ist die Anlage angelernt. Anschließend braucht ihr dann nichts weiter zu machen, als noch einmal den Strom zu entfernen und wieder neu anzuschließen und das war's dann. So, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig behilflich sein mit diesem kurzen Video. Würde mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben und es werden noch viele andere Videos folgen. Bis dahin sag ich ciao, ciao.